Hallo, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich habe ein Mail bekommen gestern, und zwar von jemand aus Schottland, und zwar eine junge Frau, eine Bekannte, eine sehr nette und liebe Bekannte, die auch diese Losung und Lehrtexte bekommt und liest. Ich kann ja sehr gut Deutsch, weil sie eine Zeit lang in Österreich aufgewachsen ist. Und da hatte sie eine Frage zu dem Lehrtext. Und zwar, wo es ja auch darum ging, über das Joch, das Jesus gesagt hat, wir sollten tragen. Und ich möchte heute einfach dieses Thema noch einmal aufgreifen. Aber vielleicht wäre es auch ganz gut, den vorherigen Abschnitt, wo der Herr Jesus eigentlich in einer Konfliktsituation ist mit Leuten, die meinten, dass sie auf dem rechten Weg sind, aber in Wirklichkeit waren sie in Richtung Abgrund. Und die Überschrift ist, so fängt es an, Wehrufe über galiläische Städte. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, während in Tyrus und Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis zur Hölle hinabfahren. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, erstünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land von Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Und jetzt kommt der Lobpreis von gestern. Zu der Zeit fing der Herr Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was war das Joch Jesu in der Bibel, das da erwähnt wird? Nun, in biblischen Zeiten, es war ein bekannter Begriff für die meisten Menschen. Und es war ein Gleichnis für Jesus. Also schauen wir uns einmal diese Definition von Joch an und untersuchen, warum Jesus es in seinem Leben verwendet hat. Nun, die biblische Definition: in einem Bibelwörterbuch ist ein Joch definiert als am Ochsenhals angebracht, um die Spuren zu binden, mit denen sie den Pflug zeichnen könnten. Und so weiter. Ne? Es war eigentlich ein gebogenes Stück Holz namens Oll. Oll nannte man das. Nun, im Wesentlichen war ein Joch ein Geschirr, das von Ochsen und auch wahrscheinlich auch anderen Tieren verwendet wurde, um das Ziehen einer Last zu erleichtern. Es war auch, aber auch als Bezeichnung der Knechtschaft gedacht und trug die Last einer Aufgabe oder Mission. Nun, das Joch Jesu, um den es ja eigentlich hier geht in dem Text,
Als Jesus sagte, nimm mein Joch auf dich, also Matthäus 11, 29, was meinte er da? Da meinte er, dass wir uns ihm jeden Tag in jeder Hinsicht unterordnen oder unterwerfen sollen. Ein Joch wurde aus Holz gefertigt und von Hand geschnitzt, um den Nacken und die Schultern des Tieres anzupassen, damit die Schmerzen und Beschwerden vorgebeugt werden. Nun, in älteren Kulturen war das Wort Joch ein Begriff, der zur Beschreibung der Unterwerfung auch verwendet wurde. Also wenn jemand beschrieben wurde als jemand oder etwas yoked, das englische Wort, es kommuniziert die Idee, dass er oder sie waren unterworfen unter einer Person oder einer Sache, einen Herrscher. Nun, den Herrn Jesus zu dienen und ihm zu gehorchen, bedeutet also, ihm zu dienen und demnach auch zu gehorchen. Nun, bevor wir uns mit dieser Idee beschäftigen, müssen wir noch Folgendes bedenken. Jeder wird zu jemandem oder etwas joked, unterworfen. Die Frage ist, an wen oder was bist du unterworfen? Einige werden es zur Macht der Sünde. Und sie sind unter der Kontrolle der Sünde. Einige sind in einer Beziehung mit Ungläubigen joked. Und die Bibel warnt sehr speziell auch davor. Nachzulesen im 2. Korinther 6, 14. Aber was ist Joch und Jüngerschaft? Im biblischen Sinn jetzt, wie Jesus es meinte. Ist das nicht die Art des Fastens, die ich gewählt habe? Also die Ketten der Ungerechtigkeit zu lockern und auch die Schnüre des Jochs zu lösen, die Unterdrückten freizusetzen und jedes Joch zu brechen. In Jesaja 58, Vers 6. Der Herr Jesus gibt, wenn wir wollen, das Joch unserer Unterdrückung frei und ermutigt uns stattdessen, sein Joch anzunehmen, das eigentlich so, so viel anders ist. Er sagte ja, nimm mein Joch auf dich und lerne von mir. Mein Joch ist leicht und meine Last ist leicht. Aber warum sollten wir nicht einfach Joch vermeiden, ein Joch, und unser eigenes Ding machen und los von jeder Beherrschung? Nun, ironischerweise gibt es einen Trost darin, etwas oder jemanden joged zu sein, wenn es eine wohlwollende Entität ist. Wir müssen lernen, wie wir von irgendwoher leben und ganz allein sein können. Das kann einschüchternd und überwältigend sein. Aber Jesus bietet uns die Möglichkeit, von ihm zu lernen und einem gerechten Zweck zu dienen, nämlich der unser Leben einfacher und vor allem auch bedeutungsvoller macht. Vielleicht nicht immer einfacher, aber wertvoller auf jeden Fall. Betrachten wir noch einmal den Kontext der Worte Jesu. Zwei Ochsen werden ausgewählt, um ein Joch zu teilen. Der erste ist ein älterer, erfahrener Ochse. Er ist trainiert und robust aus jahrelanger Routine. Der zweite ist ein neuer, ein junger Ochse. Er hat Potenzial, ist aber unerfahren. Indem der Ältere das gleiche Joch mit einem erfahrenen Arbeitstier teilt, bildet er die Jungen aus. Aber nicht nur das, sondern
Der Erfahrene zieht es schwerer, den Großteil der Last zu tragen. Da der Ältere führt, muss sich der jüngere Ochse nicht wundern, was zu tun ist. Er lernt von seinem Mentor und gewinnt das Wissen und die Fähigkeit, später dann auch andere zu unterrichten. Das ähnelt eigentlich sehr der Jüngerschaft Jesu. Und Jesu lädt uns ein, von ihm zu lernen, was eine andere Art ist, zu sagen, sei mein Jünger. Es gibt Frieden darin, das Leben nicht allein herausfinden zu müssen. Es gibt auch Gewissheit, wenn wir seiner Spur folgen, in seinen Fußtapfen sozusagen. Der Herr Jesus erklärt auch, dass sein Joch ist einfach. Das Wort einfach bedeutet hier nicht einfach, also, sondern es bedeutet eigentlich gut. Wenn ich zu Jesus gerufen werde, dann gibt es auch Frieden. Frieden darin, zu jemandem Gutes und Liebevolles und Geduldiges zu tun und zu sein. Eine Paraphrase zum Beispiel könnte sein, steig mit mir in das Joch. Lass mich dich jünger machen. Ich werde das Gewicht deiner Last tragen. Denn mein Joch ist gut und da wirst du auch Ruhe und Freundschaft und Kameradschaft in unserer Gemeinschaft, in unserer Arbeit finden. Es gäbe sicher noch eine ganze Menge zu dieser Tatsache zu sagen, dass Jesus sich da auch einspannen lässt, dass er mit uns dieses Joch trägt und bedeutet auch, dass er keinen Augenblick von unserer Seite weicht. Was für eine schöne Tatsache. So schwierig und du trägst die Last allein. Geht dein Weg so einsam durch die Nacht und Dunkelheit? Bist du schon ermüdet von deinem Lebenskampf? Jesus wird helfen, wenn du ihn nur verlangst. Er ist immer da, er ist treu und wahr und er sagt ja. Geht mit dir den Weg und er versteht, wie es dir geht. Wenn du nicht mehr kannst, dann denk nur daran. Jesus, er liebt dich, er ist für dich da. Jesus, er liebt dich, er ist für dich da. Stehst du vor Problemen, die du nicht mehr lösen kannst? Ist die Zukunft dunkel, fraglich und so unbekannt? Gibt es denn auch Hoffnung? Eine Antwort und ein Ziel, wer kann es sagen? Jesus kann und will. Er ist immer da, er ist treu und wahr und er sagt ja. Geht mit dir den Weg und er versteht, wie es dir geht. Mehr kannst, dann denk nur daran. Jesus, er liebt dich, er ist für dich da. Ja, Jesus, er liebt dich, er ist für dich da.